Guten Tag, heute möchte ich dieses Instrument vorstellen. Das ist ein Schlaginstrument, höchstwahrscheinlich aus Afrika, niemand weiß natürlich, aber höchstwahrscheinlich aus Afrika. Das ist aus Keramik, ganz normal. Ja, ist eigentlich eine große Vase, wenn wir das so betrachten. Das hat ein Loch hier da oben und hier an der Seite. Ich bin Rechtshänder, also ich benutze das hier, aber man kann das natürlich auch so benutzen. Da bin ich weniger talentiert mit meiner rechten Hand. Das ist eigentlich dann aus dem Grund, dass wenn wir das abdecken, ja, also dann die Luft hier oben rauskommt und dann so einen tiefen Klang erzeugt. Also das ist hier. Ich kann natürlich auch mit meiner linken Hand das obere Loch ein bisschen so abdecken, was diesen Klang, diesen Ton noch ein bisschen tiefer macht. Ist kein großer Unterschied, ich weiß. Aber ich kann auch meine linke Hand so bewegen, dass ich dann das Loch eigentlich dann halbwegs abdecke und dann das frei mache, was schon hörbar ist. Also tu. Und hier oben kann ich mit meinen Fingern, mit meinen Händen und vor allem mit meinen Daumen hier, mit diesen Knöchelchen, das sind meine Daumen hier, ja, also ganz hohe Töne erzeugen, was so in Kontrast eigentlich zu diesen Tönen steht. Und so erzeuge ich eigentlich dann einen volleren Klang. Und so ist das eigentlich dann ideal. Da kann ich dann das als Solo-Instrument benutzen, aber ich kann auch eigentlich Musik begleiten. Also das ist dann das Udu und ich werde das jetzt ein bisschen spielen, damit dann alle irgendwie so eine Vorstellung kriegen können, wie das eigentlich dann klingt. Bitteschön.